Hallo, ich begrüße Sie heute zu der Praxiseinheit Kompressionsverbände nach Pütter. Mein Name ist Michaela Wirth und ich werde Ihnen jetzt in der Praxis vorstellen, wie es auszusehen hat. Zunächst einmal die Hände desinfizieren. Nicht vergessen. Nun beginnen wir mit dem Kompressionsverband. Für Menschen mit besonders empfindlichen Hautbedingungen wäre es möglich, vorab noch einen Schlauchverband über den Fuß und über das Bein zu ziehen. Wir werden hier heute aber auf die reine Verwendung von Polsterwatte und Polsterschaumstoff eingehen und auf den Schlauchverband verzichten. Sehr wichtig bei der Kompressionswickel ist es, eine Unterpolsterung vorzunehmen. Hierzu eignen sich grundsätzlich zwei Materialien. Die Ihnen sicherlich am bekanntesten ist die sogenannte Polsterwatte. Diese Polsterwatte ist eigentlich ein Einmalprodukt und würde zu jedem Kompressionsverband hinzugehören. Häufig ist es auch möglich, bereits diese beiden Komponenten als zwei Komponentensysteme vom Arzt verschreiben zu lassen. Eine Polsterwatte zuzüglich zu der notwendigen Wickel dafür. Ebenfalls als zweite Alternative haben Sie die Möglichkeit, einen sogenannten Schaum zu verwenden. Dieser Schaum ist ähnlich wie ein Schlauchverband, den Sie kennen, auf einer Rolle zu finden und zur Unterpolsterung auch sehr gut geeignet. Der Vorteil dieser Schaumstoffbinden ist, dass mehrmaliges Benutzen problemlos möglich ist. Wir werden in diesem Falle die normale Polsterwatte benutzen. Darf ich Sie einmal bitten, den Fuß anzuheben und im 90-Grad-Winkel zu halten? Vielen Dank. Hierbei ist darauf zu achten, dass bei Polsterwatte ebenfalls die Ferse mit unterpolstert wird.